100 Spieler, 2 Hochhäuser, die müssen jetzt bebaut werden. Und holy shit, haben die eine ganze Stadt hier hingeklatscht? Ui, oh, Memo, oh. Ja, okay, sieht sehr stark aus, das Aquarium. Mal überraschen. Geh nach oben. Oh, oben, wildes Aquarium. Jim. Oh mein Gott. Alter, fucking Jim, guck mal. Wildes Community-Event heute am Start. Organisiert hat der ganze Leon das wieder mal. Leon, was geht? Leon, wie geht es dir am heutigen Tage? Erzähl es mir, komm. Ja, super. Und hier haben wir Hau den Lukas. Was ist das? Hau den Lukas. Real Talk. Alter, oh Baby, oh wie geil. Oh ja, oh Baby. Warum ist Don Valvano schon wieder hier? Alter, wie geil, Holy Lukas. Oh, Baby, jetzt kommt Knossi. Und wir haben heute was ganz, ganz Verrücktes für euch vorbereitet. Ihr wisst ja sicherlich, dass es in Deutschland verschiedene Arten von Häusern gibt. Ja, da gibt es ja die Einfamilienhäuser, da gibt es Mehrfamilienhäuser, da gibt es Doppelhäuser. Da gibt es auch Häuser, die nur Geschäfte und Bürotürme und sowas beherbergen. Und da gibt es vor allen Dingen auch Häuser, die ziemlich hoch sind. Sogenannte Hochhäuser, meine Freunde. Genau. Und genau darum geht es heute, um Hochhäuser. Denn jeder von euch Affen kriegt gleich ein eigenes Apartment, Alter, in einem Hochhaus. Und ich möchte, das ist in der Zeit, wo ich ein bisschen Among Us grinde, ja? Ihr, der Server ist down. Ja, ich bin noch drauf. Ich bin disconnected, ich weiß nicht, ich habe irgendwas Dummes gemacht. In der Zeit also, wo ihr quasi, wo ich, also quasi Among Us spiele, könnt ihr hier auf dem Server gemeinsam Hochhäuser einrichten. Okay, Leute, let's go, der Hase. Wir sind ready to go, meine Freunde. Und jeder von euch hat jetzt hier in diesem wunderschönen Hochhaus eine komplette Etage für sich bekommen, meine Freunde. Und ihr seht, dieses Hochhaus, es geht ziemlich weit nach oben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, dieses wunderschöne Hochhaus mit eurer kreativen Energie einmal so zu bebauen, wie ihr möchtet, meine Freunde. 100 Spieler und mal schauen, wer hier das Glück hatte, die Penthouse-Etage zu bekommen. Hilfe, ich bin dünn, hat die Penthouse-Etage bekommen. 100 Spieler, ihr habt jetzt alle eine eigene Etage in diesem wunderschönen Hochhaus, ja? Eine Suite quasi, Alter. Und ihr habt jetzt Zeit, dieses wunderschöne Ding hier ein bisschen einzurichten, ja? Baut von mir ein Aquarium rein, ein Zoo, keine Ahnung was, Alter. Macht auf jeden Fall was drauf. Hier sind aber auch noch andere Hochhäuser, sehe ich gerade. Allerdings... Sind mehrere Gebäude sind bebaubar. Ja, das habe ich gesehen. Die beiden. Ah ja, wir haben ja einmal, okay, also haben wir 2 Hochhäuser quasi und ihr habt jetzt die Möglichkeit, beide eure Apartments hier quasi einmal auszubauen. 100 Spieler, 2 Hochhäuser, die müssen jetzt bebaut werden und holy shit, haben die eine ganze Stadt hier hingeklatscht? Wir schauen mal ganz kurz, was die ersten Leute hier machen. Also, der Kollege reißt erstmal den kompletten Boden weg. Der Typ hier fängt auf jeden Fall auf ganz stabile Art und Weise an und macht hier erstmal ein Aquarium draus, auf Montana Black angelehnt. Der hier baut hier auf jeden Fall eine kleine Kitchen und mit einem kleinen Aquarium schon mal hin. Ganz nice auf jeden Fall, Alter. Hundi 1 denkt sich hierbei erstmal gar nichts, packt hier erstmal einen Teppich am Boden. Okay. Also wir sehen auf jeden Fall hier eine Menge Leute, die definitiv mit einer Menge Kreativität reingehen. Don Balbano, Digga, guck mal. Wir hatten jetzt wirklich monatelang keine Events, Alter. Weißt du, Digga. Wir haben monatelang keine Events gemacht, Bro. Und du fängst wieder mit so einer Scheiße an, Alter. Ist das dein verf***er Ernst, Don Balbano? Wirklich? Wieso kriegt er jedes Mal einen Platz auf der Whitelist? Guck dir das mal an. Guck, was der macht. Irgendwie schafft er das immer. Das ist doch nicht real. Das kann doch nicht sein, Alter. Dass dieser Typ hier immer wieder... Ach, Junge. Ach, Digga, Mann. Gut. Schauen wir mal ganz kurz das andere Haus nebenan, Alter. Vielleicht läuft da ein bisschen gesittet dazu. Nee, absolut nicht. Der Typ hat hier über TNT in sein Haus gesetzt und hat alles angezündet. Das ist auch schon mal super. Perfekt dafür. Der Bro denkt sich ja wenigstens, okay, ich packe ja schon mal ein Badezimmer rein. Pingui hat hier den Boden weggerissen. Der Bro ist hier gerade dabei und zimmert hier gerade, ja, alles klar hin. Ich kann es ja nicht sagen, Bro. Also manche haben wirklich einen vernünftigen Ansatz und fangen ja wirklich an, schon mal Zimmer und Räume einzuziehen, was ja sinnvoll ist, sage ich mal, bei einem Apartment. Andere Leute setzen halt alles voller TNT. Das ist halt natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Aquarien scheinen ja sehr, sehr gefragt zu sein, aber keiner geht hin und baut so das ganze Ding als Aquarium auf. Das finde ich ein bisschen schade. Boah, die Bar hier ist geil. Revis Limo, Revis Steak, Revi Bier. Ich liebe Alk. Ohne Alk kann man sich den Content nicht geben. Ja, wir sind alle geistig behindert. Nein, Alkohol haram. Auf jeden, ich hatte mit 12 meine erste Flasche Wodka. Ich habe noch nie gesoffen, hab's auch nicht vor. Gehirn amputiert bin ich. Mhm. Danke, Chat, wirklich. Also wirklich. Danke, danke, Leute. Mann, danke wirklich. Arschgeile Nummer. Das ist auch ein interessantes Konzept hier. Der baut hier so eine Waterworld, Digga. Oh, hier, guck mal, der Ofen. Oh, Memo, guck mal hier. Oh. Oh, Memo. Sie hat sich schon connected mit Twitch, ne? Deshalb ist sie Sub, oder? Gut, Leute. Ich würde sagen, ich gehe für 2 Stunden Among Us spielen. Dann will ich hier alles fertig sehen, Amena. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Let's go, der Hase. So, people, was poppin'? Das ist jetzt 2,5 Tage später. Ich habe eigentlich gesagt, ich löse das ganze Stream auf. Habe ich dann doch nicht geschafft. Tobi filmt jetzt. Ich bin gerade noch zu Hause. Wir hatten 100 Spieler, 100 Apartments, die sie bauen mussten. Und ich sag mal so, es ist sehr viel Scheiße dabei. Aber auch, glaube ich, sehr viel Ansehnliches. Tobi, lass uns mal hier starten. Da hat sich jemand gedacht, ich lager ein paar Fässer und stelle meinen Fernseher hin. Der ist wohl gerade erst eingezogen, der Sohn. Bro. Interessant auf jeden Fall. Gehen wir direkt eins höher. Und auch hier haben wir wieder sehr schön ein Bild von Trimax hängen. Lol. Und einen Esstisch
Der sieht geil aus tatsächlich. Der sieht gut aus. Der Tisch ist schön. Wir gehen direkt mal nach nebenan und schauen mal hier. Oh, Memo, guck mal hier. Memo, guck mal hier. Moderne Möbel hier rein. Alter Junge, die Stühle sind actually geil. Guck mal hier, Kleiderhaken. Die Stühle sind actually geil. Junge, Tobi, das habe ich gerade gesagt. Eine fette HiFi-Anlage. Guck mal hier. Hier, dieses Zimmer macht mir absolut Angst. Diese drei Screens. Oh Gott, Digga. Gerade der in der Mitte ist extrem gruselig. Lass uns nicht drüber talken. Das Haus, das ist absolut weird hier. Mega, Digga. Die hat ein Eintritt gutes nur Leben. Mit Maske. Kino, gehen wir mal ins Kino. Ja, gut, also. Absoluter Scheißfilm. Ich hör irgendwo Blaze Rods, Digga, lass uns mal ins Höher gehen. Ja, gut. Ja, das ist ein sehr schönes Haus hier, actually. Also, da hat sich mal wirklich Mühe gegeben. Ja, es wird auch immer lauter gerade. Wohnt halt so ein Messi, Digga. Und wir reden nicht vom Fußballspieler. Digga. Ja, interessant. Schöne Wohnung. Gehen wir mal daneben an. Was haben wir da? Boah, Digga, strong. Der eine wohnt halt ein bisschen minimalistisch und der andere sammelt halt Müll. Was soll ich sagen? Hier noch ein fettes Gaming-Setup. Sehr, sehr nice. Fernseher ist auch am Start. Ja. Und hier ist, die spielen... Ach, die spielen so ein Tanzspiel. Guck mal. Dieses Dance-Arcade-Spiel, ja. Kannst du kurz den Papa-Platte-Schwänze-Song hier einblenden? Warte, ich mach Cinematics kurz über mit den Schwänzen. Ich stehe auf Schwänze hier, auf Schwänze da. Schwänze sind eigentlich geil. Das, was kommt. Ja, auf rustikal angelehnt, ganz schön hier mit dem Bett. Boah, ist leider nicht ganz fertig geworden, ist sehr schön geworden. Nebenan, holy shit. Guck mal, der hat Bier hier einfach im Kühlschrank. Der Table hängt von der Decke. Das ist strong. Das ist wild. Das will ich mal in meiner Wohnung haben. Willst du nicht? Will ich auch nicht. Ja, und hier ist ein Whirlpool mit toten Leuten unten drin. Siehst du das? Die Gesichter von den Toten. Mann, das sieht gruselig aus. Lass mal hoch. Ja, ein Bambus. Ein riesiges Bild von Trimax und ein Akani-Gehege mal wieder. Finde ich aber gut. Bambus. Finde ich clean. Und hier ist Dreier-Action. Oh. Julia. Look what it says on this sign. It says... Tobi, komm kurz. Ja, über das Bild brauchen wir nicht sprechen. Der hat eine Go-Kart-Bahn hier reingebaut, Digga. Das soll Aquarium werden. Ui! Guck mal von außen, Alter. Ja, okay, sieht sehr stark aus hier, das Aquarium. Lass dich mal überraschen. Geiles Ding hier, da wohnt Izzy auf jeden Fall. Komm mal nach neben an. Der nicht überall wohnt Izzy, nur weil ein Aquarium drin ist. Ich will gar nicht wissen, was hier... Oh nein, oh fuck! Geh nach oben. Oh, oben, wildes Aquarium. Der hat aber einen Pimmel, guck mal, der hat einfach einen Pimmel so als Wasserding gebaut. Wie kann der das Wasser so laufen lassen, dass da ein Pimmel ist? Nebenan ist auch... Ein Pfeil, ein riesiger. Kein Bock mehr, das ist ein TNT. Eins hoch, da haben wir... Boah, Digga, ein Gym! Oh mein Gott! Alter! Fucking Gym, guck mal. Digga, das ist strong. Das ist sehr, sehr strong. Fette Hanteln, Taurus, Alter. Sogar Revi hat hier noch einmal einen 44er Bizep trainiert. Rekord Bedrock von Kai Flaumus. Bro, da steht Bankdrück, nicht Bedrock. Guck mal, die Duschen, sehr schön, Alter. Wir haben einen Boxsack, wir haben Bankdrücken, wir haben kleine Hanteln, große Hanteln. Ja. Alter, ich höre hier eine Menge Haars. Hörst du die auch? Ja, Mann, ich freue mich drauf. Wir gehen noch einmal nach neben, lass uns nicht drüber reden. Wir gehen eins höher. Alter. Wilde Bar. Revi-Bier. Akanis Drinknapf, Revis Limo. Oh, das ist eine gute Bar hier. Der Teppich hier, sehr interessant. Was hat der denn hier gemacht? Das ist eine gute Idee. Das ist echt eine gute Idee. Hat leider keinen Bock mehr gehabt. Schöne Bilder hier von Trimax und seine Bibliothek. Absolute Scheiße. Hier haben wir ein Mashallah-Bett. Guck mal hier, Bro. Das Bett ist insane, Alter. Nice. Kleiderschrank. Kleine Küche hier. Dann haben wir hier, what the fuck, ist das ein Kino? Private-Kino, Alter. Das sieht aus. Mit dem Projektor hier oben. Projekt, und hier ein komplettes Gebirge mit einer Bradewanne. Du sagst gerade Projektor, dann sagst du Bradewanne. Hello, I have stroke. Okay, nebenan waren wir schon, scheiß drauf. Da gehen wir mal ins andere Haus ganz kurz, oder? Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Das hier ist ein Restaurant, Alter, mit einem Blumenladen. Interessant. Hier hat sich jemand einfach gedacht, ich bin der Naturboss und lebe mitten in der Natur auf Campingtrip angelehnt, Tobi. So wie wir, ja. Oh, guck mal hier drüber, Alter. Boah, Digga, das ist heftig. Oh, shit. Digga, es ist ein Stripclub. Es ist ein Stripclub, Digga. Ja. Es ist. Okay. Wir haben einen Whirlpool mit einem Separé hier. Wir haben hier nochmal. Da, Mäuschen, das kostet die Stunde. Digga, guck mal hier, Alter. Hier sind Werkzeuge, ne? Komm, wir gehen als höher, Alter. Digga, der arme Typ, der da drüber wohnt. Hier drüber hat sich jemand gedacht, back in the 90s, Alter. Schwarz-weiß ist der Grind. Romeox. Das ist gleich so Modern Apartment-mäßig. Ja, sieht absolut scheiße aus, Romeox. Also die meisten haben sich dann doch echt Mühe gegeben, hier wirklich schöne Apartments einzurichten, ne? Warte, Mine, lol, guck mal hier, Bro. Der Bro hat sich eine Private Mine gegönnt. Digga, der Flex. Private Mob Farm. Ich bin ein Mob. Das ist gelogen. Das ist ein Schild. Weiß nicht, ob das so funktioniert, Digga. Der hat eine Komposttoilette gebaut. Och nee, Digga, er lebt da schon die ganze Zeit drin. Der Typ scheißt da rein einfach. Der wurde eingeschlossen. Wir können froh sein, dass das Feuer sich nicht ausbreitet und nicht explodiert ist. Der hat einfach nur einen Sandblock hingesetzt und hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Darüber haben wir einfach ein sehr cleanes Apartment, alles sehr schön gebaut von Gameboy YouTube. Lasst einfach noch eins höher gehen, um das schnell zu vergessen. Auch ein sehr schönes Appartement hier, Alter, sehr geil.
Das Zimmer hier ist sau scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da gehen wir einfach wieder eins nach unten. Bin ein bisschen verwirrt, ich viel Kopfschmerzen, verwirrt. Eins runter. Gut, da sollten wir, hier ist eine Kamera, die drehen hier wohl einen riesig fetten Gelder. Hallo, wir sind gerade eine Massenorgie, bitte die Analdusche mal. Oh mein Gott, was Holy ist das shit, denn? Die Gummizelle von Yazaroth und Thorium. Thorium ist der King, Thorium ist der King. Alles klar, okay. Aber hier ist halt eine Holztür, wo man einfach raus kann, deswegen... Kann man nicht. Moin Leute, Trimax hier, endlich ist es soweit, hier kommt eine Roomtour. Revis Seele, einfach so eine Blume, die so vertrocknet. You like this one? Werde nicht kaufen, die anderen Leute sind viel zu laut, Fernseher geklaut. Ich werde hier, wie gesagt, nicht einziehen, die Nachbarn sind auch richtig strange. Fernseher geklaut. Fernseher geklaut. Digga, der hat einfach gar keinen Bock mehr gehabt. Also, all in all auf jeden Fall, zwei dicke Häuser haben sie sehr gut hinbekommen, die Jungs und Mädels. Die Community, wenn starten wir die Tage auf jeden Fall wieder, Leute, abends. Seid auf jeden Fall am Start, twitch.tv/revinzeit. Ich bin an der Stelle raus, macht's gut, haben wir Nachkolben, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.